Ja, bitte? Der Computer hat die Zahlen von Phlox analysiert. Es sind Pulsarfrequenzen mit geometrischen Lichtjahrmessungen. Raumkoordinaten. Sie teilten ihre Heimatwelt mit, wie man die Erde findet. Haben Sie herausgefunden, wohin die Nachricht geschickt wurde? Irgendwohin tief in den Delta-Quadranten. Dann besteht offensichtlich keine unmittelbare Gefahr. Es würde wenigstens 200 Jahre dauern, bis eine Subraumnachricht den Delta-Quadranten erreicht, vorausgesetzt, sie wird überhaupt empfangen. Klingt für mich, als hätten wir die Invasion nur ein wenig aufgeschoben. Vermutlich ins 24. Jahrhundert.